Schwer bewaffnete Militärkräfte bereiten sich auf die Stürmung des ecuadorianischen Fernsehsenders TC vor. Vermummte und bewaffnete Männer haben dort eine Live-Sendung gestürmt und mehrere Mitarbeiter als Geiseln genommen. Kurz darauf können sie von der Polizei im Studio überwältigt werden. Nur wenig später fallen ebenfalls bewaffnete Männer in eine Universität ein, versetzen Studierende und Lehrkräfte in Angst und Schrecken. Die Eskalation in den letzten Stunden ist nur der Höhepunkt der Gewalt der vergangenen Tage. Am Montag hatte Ecuadors Präsident Daniel Noboa den landesweiten Notstand ausgerufen, nachdem der bekannte Drogenboss José Adolfo Macias, genannt Fito, aus dem Gefängnis in Guayaquil geflohen war. Dies fiel allerdings überhaupt erst auf, als er in eine andere Haftanstalt verlegt werden sollte. Kurz darauf wurde das Land von einer Reihe Explosionen, Gewalttaten und Gefängnisunruhen erschüttert.